Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir, der erste Farmvlog im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid allesamt gut ins neue Jahr gekommen. Ja, neues Jahr, neues Glück. Ich bin top motiviert, voll motiviert. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, dieses Jahr steht wieder einiges an. Und ich würde mal sagen, wir gehen es gemeinsam an. Es folgen wieder einige Videos, tolle Videos, interessante Projekte, neue Projekte. Ja, das werdet ihr dann nach und nach erfahren. Und ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch. Und ja, bleibt weiterhin so treu diesem Kanal erhalten. Freut mich wirklich. Community wächst. Und das ist einfach schön, das Ganze erleben zu dürfen, miterleben zu dürfen. Und ich nehme euch dieses Jahr wieder mit und wünsche euch viel Spaß. So, machen wir hier noch das Tor zu. Aber bevor wir das Tor zumachen, ganz fix noch nebenbei. Ich habe mir, ich glaube am 30.12. war es oder 31.12. Also zum Ende hin vom letzten Jahr, 2020, habe ich mir noch diese Palettengabel gekauft. Die war auf eBay Kleinanzeigen. Ein Kollege hat mir abends noch den Link gesendet. Habe schon öfters Ausschau gehalten, weil ich nur eine Ballengabel habe und keine Palettengabel. Mit der Ballengabel ist man ziemlich begrenzt, wenn man jetzt irgendwelche schweren Paletten rumheben möchte. Ich glaube 700 Kilo oder so ist die ausgelegt, maximal. Und deswegen habe ich schon öfters nach einer Palettengabel geschaut. Allerdings war mir eine neue immer zu teuer. Und jetzt habe ich die gesehen gehabt für 250 Euro gleich angeschrieben, habe gesagt, wenn sie noch vorhanden ist, ich würde sie gleich morgen abholen. Und ja, jetzt haben wir eine Palettengabel, perfekt, wenn man mal bauen will oder so und Pflastersteine rumheben möchte oder das ähnlichen. Kann man immer mal gebrauchen. So sieht's aus. Ich habe vorne die Ballengabel am Frontlader dran, hinten den Drehschimmel, den Zweiachser. Erstmal in die warme Kabine rein. Es ist nass kalt draußen, richtig unangenehm. Aber trotzdem wird was geschafft natürlich. Und ja, ich werde jetzt mal fix ein paar Rundballen aufladen. Wir sehen uns dann im Anschluss wieder. Bleibt dran, bis gleich. Voll beladen. Ja, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Das Ballladen habe ich gefühlt schon 100 Mal gefilmt. Jo, wie sieht es aus? Das Stroh ist jetzt nicht von mir. Das ist Weizenstroh. Ich glaube, ein Ballen ist noch dabei mit Gerstestroh. Mein Stroh habe ich jetzt bereits schon vor 8 Wochen verkauft. Ich glaube, das letzte habe ich vor 8 Wochen oder so verkauft. Habe dies auch nicht so viel gepresst. Ich habe nur das Haverstroh gemacht. Das Haverstroh war insgesamt, ich glaube, 5,5 Hektar. Hat auch nicht so viel gegeben, wobei Haverstroh auch etwas weniger gibt, meine ich, wie es Weizenstroh. Zumindest war das nicht allzu viel. Vielleicht lag es auch einfach am trockenen Jahr, weil es hat auch lange Zeit das Wasser gefehlt. Aber beim Haver haben wir eigentlich noch einen recht guten Ertrag gefahren. Der ist so schleppend aufgegangen, der Hafer damals. Viele hatten ja eh zu mir gesagt, das mit der Fräse direkt ins Geflügte zu sehen, ist keine gute Idee. Aber es ist dann doch relativ gut gegangen. Das Wasser hat gefehlt eine ganze Zeit, ganz klar. Aber ich glaube, er hat einen Durchschnittsertrag im Haver von 5,2 oder 5,4 Tonnen. Also das ist schon gut, auf jeden Fall. Wir hatten schon Jahre, die waren wesentlich schlechter. Und ich sage, im Haver alles ab 5 Tonnen ist akzeptabel. Und da hat man ein gutes Hektolitergewicht. Also das ist passend, das ist gut gelaufen. Ja? So sieht's aus. Also. Strohgeschichte und ringsrum, mein Stroh ist verkauft, deswegen fahre ich jetzt das Stroh für einen anderen Betrieb zu. So sieht's aus, vielleicht werde ich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr machen, je nachdem wie es zeitlich hinhaut. Dann noch Weizenstroh hinzupresse. Muss mal schauen, wie es sich letztendlich ergibt. Jo, ich gehe jetzt das Stroh abladen. Mir wäre dann anschließend, wenn ich den Hänger wieder hinter der Scheune abgestellt habe, Ballengabel abgehängt habe, werden wir noch in den Wald gehen. Ja, letztes Jahr um die Zeit waren wir ja schon längst im Wald in der Fläche los zugange. Da waren wir mit 3,53 im Wald. Dieses Jahr leider noch nicht. Wir haben da noch nichts zugeteilt bekommen. Normal läuft das so ab. Es gibt eine Versteigerung von der Fläche lose. Der Förster vom jeweiligen Gebiet läuft durch den Wald und markiert die Lose und nummeriert die beispielsweise durch von 1 bis 9, 1 bis 10. Es kommt darauf an, wie viele Lose es gibt. Jo, dann geht man durch den Wald, guckt sich das Ganze an und sagt,
ich bin bereit, so und so viel Euro dafür zu geben, geht zur Versteigerung und der Höchstbietende kriegt logischerweise das jeweilige Los. Ja, das Ganze hat dieses Jahr in der Form nicht stattgefunden, leider aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Und da habe ich jetzt heute Morgen nochmal telefoniert. Es gibt trotzdem Flächelose, die noch in der Vergabe sind. Die werden allerdings nicht versteigert. Ja, die haben Festpreis. Und das Ganze werde ich mir später angucken. Ich habe mir vorher die PDF-Datei runtergeladen. Und da sind die jeweiligen Lose im Gebiet eingezeichnet. Und da kann ich anhand der PDF-Datei, anhand der Karte dann das Ganze ablaufen mir anschauen. Das werden wir später gemeinsam machen. Und so sieht's aus. Also, bis gleich. Wir sind jetzt schon im nächsten Los. Hier beispielsweise sieht man eine Markierung mit der 3 und da muss man immer drauf achten, weil manchmal ist gerade dann irgendwo am Stamm angeschrieben oder meistens. Und da muss man einfach gucken. Nicht, dass man jetzt aus Versehen schon im nächsten Los ist und denkt, es gehört noch zur 3 beispielsweise. Und das Schöne ist hier beispielsweise bei diesem Los, dass man hier eine Gasse hat, wo man langfahren darf. Hier ist angezeichnet, markiert. Und hier schon wieder das nächste Los angezeichnet. Die 2, und das ist das, was ich eben gesagt habe. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man die nicht untereinander verwechselt. Ja, insgesamt gibt es 9 Lose. Wir haben uns jetzt noch nicht alle angeschaut. Das dauert auch noch ein bisschen. Da haben wir es auch wieder markiert. Und hier ist die Rückegasse. Ja, ist ziemlich nass. Steht die Walzwasser, aber momentan ist eigentlich auch keiner im Wald. So, hier haben wir auch wieder markiert die 4. Hier Rufzus, das ist das 4er los. Ober geht parallelen Weg Rufzus. Und so läuft man einfach los für los durch und macht sich dann erster Eindruck. Wir schätzen dann immer, wie viel dran liegt. Boah, muss man aufpassen, dass man nicht auffliegt. Wir schätzen dann immer, wie viel dran liegt. Hier steht es auch angeschrieben, 3 los. Beispielsweise haben wir vorhin das 9er los angeguckt, der Kollege läuft gerade vorne raus. Und im 9er los, ja, der Lagen, da habe ich am Anfang gefilmt. Ich schätze mal, ist immer ein bisschen schwer zu schätzen, aber so ja, 5 bis 7 Ster. Und das 9er los hat einen Verkaufspreis von 25 Euro, meine ich. Also, das steht dann alles in der PDF-Datei geschrieben. Und da kann man auch nochmal nachgucken, wo welches los ist.
und was das Los dann auch kostet. Moin, grüßt euch, neuer Tag, neues Glück. Ich bin aktuell auf dem Weg zu meinem Kollegen. Ja, dort in der Werkstatt steht der 633. Da haben wir nach Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine Reparatur durchgeführt. Ja, was wir genau gemacht haben, das zeige ich euch später. Gefilmt habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr nichts. Ja, es hat sich nicht so ergeben. Ich hatte, um ehrlich zu sein, auch nicht so wirklich Lust. Und ja, so sieht's aus. Wir gehen später dann auf die Thematik nochmal genauer ein, aber jetzt holen wir erstmal den Bulldog auf. Los geht's. Der 633 stand kurz hinter der Scheune, hat sich der Senior den 633 geschnappt, hat erstmal eine Probefahrt gemacht. Wir haben am 633 die Bremsen gemacht. Und ja, warum stehen hier alle Maschinen draußen? Das hat einfach den Grund, es stand schon wieder alles drin. In der Zeit, wo ich das Auto geholt hatte, eben hat mein Vater bereits schon wieder alles reingestellt. Ich wollte noch was filmen. Die Sache ist, in der Scheune ist zu dunkel, deswegen habe ich jetzt wieder alles rausstellen müssen. Oder das heißt alles, den Case und dann den 633. Und so sieht's aus. Wir haben die Bremse am 633 gemacht, weil die Bremsen einfach richtig littrig waren. Also die waren nicht mehr gut. Ja. Die Bremskraft war nicht gegeben. Man hat nur mit seinem ganzen Körpergewicht auf der Bremse stehen können. Und ja, die Bremskraft war nicht vorhanden. Deswegen haben wir die Bremsen gemacht. Wurde dringend mal nötig. Ja, weil wenn man auf eine Kreuzung zufährt, mit dem Schlepper ging's und mit dem Anbaugerät. Aber wenn man zum Beispiel einen Drehschemel dran hat, dann hat man einfach gemerkt, dass der Bremsweg zu lang ist. Und da wird es einfach höchste Zeit, dass man dabei geht. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr effektiv genutzt. Haben das bei meinem Kollegen in der Werkstatt drüben gemacht. Grüße gehen raus und vielen Dank. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich, aber wieder tipptopp, dass das so läuft, Hand in Hand. Dass man dort zusammen sowas reißen kann. Und das freut mich wirklich sehr. Also, Vorgehensweise. Ich habe als erstes den Schlepper sauber gemacht, den 633 abgedampft, damit mir hier den ganzen Bab und Dreck, der sich halt über die Zeit hin so ansammelt, nicht in der Werkstatt haben. Natürlich kriegt man nicht alles zu 100% weg, aber schon mal ein Großteil, das ist sehr wichtig. Und dann sind wir die ganze Sache angegangen. Es ist so, dass der Schlepper, den 633, normalerweise ein Getriebebremsband hat, ja, der hier hinten unterm Hydraulikblock sitzt, auf der Welle drauf. Ja. Da dran läuft die Welle und da ist ein Getriebebremsband ringsrum. Aber ist bei diesem Schlepper nicht so. Ja. Bei 353 hat zum Beispiel wieder ein Getriebebremsband, aber der 633 hat es nicht, weil da ist die Fuß- und Handbremse miteinander gekoppelt. Die geht auf dem Gestänge drauf. Das kann ich euch auch zeigen. Also, hier haben wir die, ich mache hier mal die Tür auf, Moment, so, haben wir das Expander weg, normal ist ein Gummi dort, ich weiß Bescheid, aber das Gummi ist defekt, muss ich mal neues bestellen. Also, hier haben wir die Fußbremse, ja, gerade mal die Handbremse lösen, zack, also man merkt, wenn man die Handbremse zieht, zack, das Fußpedal bewegt sich auch, ja, anhand dessen erkennt man auch, oh, okay, die sind miteinander gekoppelt und dann haben wir kein Getriebebremsband hinten verbaut. Ja? Wenn dem jetzt nicht so wäre, ja, wenn man die Handbremse jetzt anziehen könnte, das Fußpedal wird sich nicht bewegen hier, die Bremspedale, dann wisst man, ah okay, ich habe einen Getriebeband hinten verbaut, der Arsch muss runter, also hinten der Hydrauliksteuerblock muss runter, aber den haben wir eh runter gemacht, aber deswegen eine andere Story, das erzähle ich euch auch noch gleich. Und hier kann man ganz gut erkennen, dass hier ein Gestänge von der Fußbremse weggeht. Und wenn ich hier die Fußbremse betätige, dann drückt mir hier hinten das Gestänge auf diese Welle. Und die Welle wiederum geht unterm Bulldog durch zur anderen Seite. Und da sitzen jeweils links und rechts die Bremsautomaten. Das sind diese hier.
und hier geht ein Gestänge raus. Und diese Gestänge tut mir die Bremskraft, die Hebelwirkung umleiten hier hinten auf die Welle und die wiederum betätigen mir die Bremsautomaten. Ich denke, man kann es ganz gut erkennen. So, wenn wir um den Schlepper rumlaufen, können wir uns auch die Bremsautomaten anschauen nochmal. Die sind hier neben dem Fahrersitz, unterhalb vom Fahrersitz hier. Unter der Zapfwellenbetätigung, Zapfwellenkupplung sitzt hier der Bremsautomat in Fahrtrichtung links und einmal in Fahrtrichtung rechts. Kann man jetzt schlecht erkennen, weil es ziemlich verbaut ist. Auf jeden Fall haben wir die dann aufgenommen oder abgebaut. Und dann sind wir auch schon ans Innenleben gekommen. Und da kann ich euch Bilder zeigen. Da habe ich immer mal wieder Bilder gemacht. Die kann ich euch einblenden, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und genau, nachdem wir die Bremsautomaten aufgemacht hatten und so, kommt man auch an die Bremsscheibe kommt man ran, sobald man den Bremsautomat unten hat. Und die Bremsscheiben, die haben wir dann aufgebohrt, weil die sind genietet. Oder die Bremsbeläge, die sind genietet. Und die haben wir dann neu bestellt und neu aufgenietet. Und so haben wir alles wieder gangbar gemacht und dass halt die Bremskraft wieder gegeben ist. Und die Bremse bremst jetzt auch wieder gut, wirklich sehr gut, ja. Du kannst die oder diese Art Bremse hier kann man nicht vergleichen mit einer hydraulischen Bremse. Das ist kein Vergleich, ja, weil man hat hier immer noch höhere Brems, ja, oder man braucht mehr Fußkraft oder mehr Betätigungskraft bei dieser Bremse, wie bei einer hydraulischen Bremse beispielsweise. Weil eine hydraulische Bremse ist viel besser dosierbar. Ich meine, eine hydraulische Bremse stellt sich auch selber ein. Hier ist es jetzt so, dass wenn ich jetzt 5 Betriebsstunden gefahren bin oder 10 Betriebsstunden, dann gehe ich nochmal bei, lege mich nochmal unter den Schlepper drunter und dann habe ich links und rechts nochmal ein Gewinde unterhalb vom Bremsautomat, das was ich vorhin gezeigt hatte, und da kann ich das Ganze nochmal nachstellen. So sieht's aus, da muss man dann nochmal gucken und der Hebel hier, der Bremshebel, der Handbremshebel, der ist vorher richtig steil gestanden, also den konnte ich bis hier hochziehen. Und da muss man dann auch beigehen. Die Fußbremse hatte schon eine gute Bremskraft erreicht oder ein gutes Anspruchsverhalten, aber die Handbremse noch nicht. Dann haben wir geguckt gehabt im Internet, ob man das irgendwie separat einstellen kann. Ja, das geht normalerweise schon. Da hat man dann seitlich hier ein Langloch. Hier seitlich am Block unten an der Bremse hat man dann ein Langloch. Oder hier an der Handbremse hat man dann ein Langloch. Und dann kann man das einstellen. Geht aber hier nicht, weil wir hier kein Getriebebremsband haben und das Ganze ja direkt unten auf die Welle geht, wo die Fußbremse und die Handbremse miteinander gekoppelt sind. So kann man sagen, denke ich. Und dann war die Frage, ja, was machen wir? Ja, man hat hier unten Flacheisen, so kleine Eisen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier. Jeweils links und rechts vom Bremshebel und die gehen hinten aufs Gestänge drauf. Und dann haben wir hier einfach neue Eisen angefertigt, die ein kürzeres Maß hatten. Und dann wird die Übersetzung verändert. Und dadurch haben wir dann hier diesen Weg eingestellt. Ja? Also ich kann es jetzt auch nochmal zeigen. Also so ist es schon angezogen. Und vorher kommt man sie halt fast senkrecht hochziehen und das will man nicht. Und deswegen haben wir dann uns da selber was angefertigt und haben das jetzt verbaut. Ich kann euch auch gerne mal die anderen Eisen zeigen. Aber die habe ich jetzt leider nicht hier liegen. Also ihr merkt schnell, es war auf jeden Fall mit Arbeit verbunden. Aber der Kollege kennt sich da auch super aus und zusammen ging das dann eigentlich ziemlich geschmeidig, in Anführungszeichen. Und ja, den Steuerblock hat man runtergebaut hier, also den Sitz runter. Dann hier alle Leitungen weg, Saugleitung und Druckleitung haben wir weggebaut. Nachdem wir den Hydrauliksteuerblock runtergebaut haben, sind wir auch schon super an den Zylinder gekommen. Der Zylinder, das kann ich euch auch zeigen, der sitzt hier drunter und hier sitzt die Steuereinheit, ja, vom Heckhubwerk drunter. Und den Zylinder haben wir ausgebaut und im Zylinder drinne läuft ein Kolben und auf dem Kolben ist eine Dichtung drauf. Und die Dichtung, die wird mit der Zeit hart und porös und ja, funktioniert dann nicht mehr richtig, dichtet nicht mehr richtig. Dann fällt mir der Druck ab und die Hydraulik, die lässt dann mit der Zeit ab, sobald man den Schlepper ausschaltet. Ja? Und deswegen haben wir da die Dichtung getauscht
damit das in Zukunft einfach nicht mehr so ist, dass die wieder hier standhält und wir hier den Schlepper auch abstellen können mit dem Gerät hinten dran und die Hydraulik nicht mehr ablässt. So sieht es aus, das sind die typischen Verschleißerscheinungen, ist jetzt nicht nur bei IHC, ist auch bei anderen Schleppern so. Und das haben wir alles gemacht, war auf jeden Fall ein bisschen was an Arbeit, aber wie gesagt, gemeinsam haben wir das super gemeistert, würde ich sagen. Und ich hoffe jetzt auch, dass das in Zukunft dann alles so hält, wie man es sich vorstellt. Die Bremsen gehen auf jeden Fall schon mal gut. Und die Hydraulik, also ich hatte jetzt noch kein schweres Anbaugerät drin, aber die lässt nicht mehr ab, weil es war sogar so, dass wenn man den Schlepper ohne Gerätschaft abgestellt hat, also sobald der Motor aus ist, dass die Hydraulik mit der Zeit abgelassen hat. Und das macht er jetzt definitiv nicht mehr. So sieht's aus. Also, so viel zur Reparatur. Ich muss dann gleich auch schon weiter. Ich habe noch einen anderweitigen Termin. Ich filme heute noch bei einem Kollegen eine besondere Maschine. Da gibt es ein How to Drive oder wie soll man sagen, Maschinenvorstellung kann man auch sagen. Ja, lasst euch überraschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So nebenbei den Rucksack, den es am Anfang zu sehen gab, in der Kabine dran. Zumindest ist der im Hintergrund da rumgehangen. Den gibt es jetzt zu erwerben im Shop. Wer da Interesse hat, kann generell mal vorbeischauen, das Ganze hier unterstützen. Und so sieht's aus. Also ich muss mich sputen, muss mich ranhalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es da noch Fragen zu irgendwas gibt, dann stellt es in den Kommentaren. Falls ihr ähnliche Reparaturen schon mal durchgeführt habt, schreibt gerne eure Erfahrungen dazu, wie es euch damals ergangen ist. Und ich werde euch gleich noch die Bilder von der Reparatur einblenden. Hoffe, dass das Bildformat kompatibel ist mit dem Programm. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, muss ich ausprobieren. Und dann soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch was. Ciao, macht's gut, bis bald. We are